Hallo Freunde, willkommen bei Your Adventure Channel. Das letzte Mal bei Cutting Devices hatten wir zuerst das Messer, dann die Axt und jetzt kommen wir zu unserem dritten Cutting Tool, die Klappsäge. Ich benutze hier die Barco Klappsäge XT. Der Vorteil von dieser Säge ist, die hat ein super scharfes, rostfreies Blatt. Die Zähne sind präzisionsgeschliffen und geschränkt und gehärtet. Also die hat eine 50% höhere Schnittleistung als andere Astsägen, die ihr zum Beispiel im Supermarkt bekommt oder bei Aldi oder bei Lidl oder sonst wo. Dadurch, dass die beschichtet ist, hat sie auch 20% weniger Reibung. Das heißt, man tut sich auch mit weniger Kraftaufwand beim Sägen, macht sich das bemerkbar. Und was immer wichtig ist, habe ich euch ja schon bei Axt und beim Messer erklärt, auch bei der Säge ist Sicherheit wichtig. Und deshalb ist es so, die Säge, die arretiert im geschlossenen Zustand. Das heißt, die geht auch jetzt nicht aus Versehen auf. Und was genauso wichtig ist, die Säge arretiert dann im geöffneten Zustand. Somit ist das Ding auch sehr sicher. Und was auch super ist, ist hier dieser gummierte Griff. Ja, der hat auch bei Nässe, ist man da mit der Hand super drauf und rutscht nicht ab. Und der Griff ist so lang, dass man auch mit beiden Händen sägen kann, wenn es mal ein bisschen größerer Ast sein muss. Brennholz hacken ist das eine, wenn wir hier zum Beispiel so ein Totholz haben, ja, dann ist es so, hier kann man jetzt super natürlich mit der Säge Brennholz sägen und wichtig ist hier, wenn er arbeitet mit Werkzeug, dann, wenn er immer in der Regel mit Handschuhen arbeiten, wenn er dann mal abrutscht, dann habt ihr eben den Vorteil, dass die Hände noch geschützt sind. Wie ihr seht, die Säge geht durch trockenes Holz wie Butter. Die habe ich jetzt schon mehrere Jahre in Benutzung. Ja, und ihr seht, das Ding schneidet so trockenes Holz. Das ist wichtig, nicht nur grünes Holz, sondern gerade wir wollen ja Brennholz. Totholz ist das optimal. Ihr seht hier die super Schnittkante, ja, also die ideale Säge, um einen Schalter zu bauen und Brennholz sich zu richten. So, das wäre geschafft. Jetzt habe ich mir eine Pause verdient. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen, hoffentlich das nächste Mal auch wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. Dani, danke fürs Filmen, macht's gut, ciao, ciao. Euer Hans.